Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Und da geht's schon wieder los hier. Es ist gerade richtig spannend. Der da ist ausgebrochen, weil er natürlich sich hier nicht wohl fühlt. Und da müssen wir mal schauen, dass wir hier... wir können die Reparatur aktuell noch nicht durchführen. Komm schon. So, dann haben wir im anderen Gehege, wird gerade gekämpft. Das ist hier drüben. Wer verliert denn da? Die Dinosaurus verlieren. Aha. So, wir haben aber nur einen von zwei Kampfsiegen. Das heißt, ich muss nochmals ein paar von denen ausbrüten. Das ist gerade überall was los. Hier ist aber gut. Hier ist nur die Futterstation, die nicht gut ist. Ja, bis der mal bei den Leuten oben ist, liegt der schon lange weg. So, der andere fangen wir gerade ein. Der wird rüber geflogen. Der bleibt hoffentlich für diese Zeit, damit wir die Mission schaffen hier. Produkt unterwegs. Deshalb sollte ich hier... Sobald der am Boden liegt, das Transportteam rufen, die den wieder hier reinbringen. Komm, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, so. Ja, wir müssen nur schauen, dass der nicht schon wieder ausgebrochen ist. Was ist denn hier los? Okay, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Hier. Der Dinosaurus hat den Velociraptor getötet, weil der fast kein Leben mehr hatte. Hier sind auch die Verletzten, nehme ich an. Und jetzt kämpft der Dinosaurus gegen den anderen Velociraptor. Der stirbt auch noch irgendwie. Ich hoffe, der hat schon einen Kampfsieg. Dann hätten wir nämlich das Ganze jetzt geschafft hier. Jawohl, haben wir geschafft. Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Ja, wie soll ich jetzt die noch rauslassen hier? Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Wir haben die Ranger-Treffsicherheit 2.0 freigeschalten dadurch. Oh ja, und hier unten ist schon wieder... Bestätige Aufgabe. So, da. Der fühlt sich wieder geborgen, ne? Das dauert da wieder länger. Zum Bestätigt. Glück. Kommt auf die Liste. Ist das Ranger-Team noch hier? Jetzt heißt es, wir müssen den einsammeln. Ich war ein bisschen zu früh mit dem. Und dann sollten wir das Ganze hier hinkriegen. Wenn der noch bleibt. Vielleicht kann ich das ein bisschen verzögern. Wenn wir hier einerseits... hallo, das Tor möchte ich anklicken, nicht dich. So, da, das Tor öffnen. Keine Wege, sondern ein bisschen Gras hier platzieren. Oder ein bisschen Wald. So, vielleicht fühlt er sich ja dann besser. Das sind zwei ahnungslose Typen. Der fällt um von nix. Der Helikopter ist ja unterwegs. Ist hier leider ein bisschen zu spät für den. Wir haben schon wieder einen toten Dinosaurier. Also gerade kriege ich nicht gerade viel hin. Und sie schießen ja auch nur daneben hier. Oh, da haben wir einen toten. Altersschwäche. Sehen Sie. Oh. Wir machen hier Dinge, die niemand zuvor versucht hat. Tagtäglich. Jede Aktion hat ein kalkuliertes Risiko. Und wir rechnen damit, dass ihr Ergebnis selbiges vergessen macht. Aber unser es kann Ziel jetzt nicht sein, dass ich jetzt das Ganze nochmals machen muss, oder? Die Dinosaurierpopulation erfordert diese Risiken. So, da haben wir noch ein Loch im Zaun. Bestätigt. Und ich denke, haben wir nicht. Können wir nicht ein drittes Team noch holen? So, was mal wieder nach hier hinten fährt. Füge Aufgabe hinzu.
So. Ah, jetzt muss ich die ganze Mission nochmals machen. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Und den haben wir auch noch hier. Also, dann müssen wir den wohl betäuben hier. Bestätigt. Und dann packe ich da... Ne, zuerst die Mission annehmen. Nicht von der Karte. So, Missionen. Ha, die aggressives Verhalten wird auf genau das gleiche rauslaufen. Ihres mangelnden Fortschritts. Ich möchte, dass er sich auf andere Dinge konzentriert. Also nehmen Sie Ihren Job ernst und kümmern Sie sich darum, egal welche Vorbehalte Sie haben. So, diesmal wissen wir natürlich, wie wir ein bisschen damit umgehen müssen, dass das Ganze ein bisschen besser läuft. Ich bin zwar kein Unterstützer von Dr. Wus Methoden und Beweggründen, aber er wird keine Ruhe geben, ehe er nicht diesen Belastungstest mit Ihren Dinos durchführen kann. Regen und Traufe auf einmal. Sehr gefährlich, diese Art der Forschung. Und Sie machen der ist alleine hier drin. Sie sind schuld, wenn das schief geht. Wir überschreiten hier wieder mal eine Linie, was ich nicht gut finde. Aber gut, wir tun das hier ständig. Sicherheit erfordert gewisse Grundsätze. Und an die müssen wir uns halten. Hier drin geht's gerade wieder ab. Wissenschaft bedeutet nicht, dass man in der warmen Stube sitzen bleibt, sondern dass man sie zerstört. Sogar wenn Leben die interessante Frage ist noch, verbündet Tiere, sich der Baryonox mit dem anderen oder mit, wieder mit dem Velociraptor? Das wird vor allem die spannende Frage. Wenig darauf. Hier brauchen Moment wir... Mal, er hat sie beim Vornamen genannt? Kajal. Ah, jetzt kann ich keinen von den Velociraptoren ausbrüten. Ich kenne diesen Dr. Wu von Anfang an und ich denke, das sonst Einzige, gefährlich. Was noch gefährlicher und kaltblütiger ist als die Dinosaurier selbst, ist der Mann, der Hammett dabei geholfen hat, sie wieder zum Leben zu erwecken. 0 bis 16, also sollten wir auch noch einen Baryonox mehr ausbrüten können. Sollte möglich sein. So, in das Gehege ist langsam ein bisschen arm. So, und die anderen kämpfen schon wieder. Vielleicht stirbt ja der Velociraptor diesmal auch. Dann haben wir keinen mehr von denen. Also, sieht schon wieder besser aus. Die brüten aus. Krankheit. Der ist wahrscheinlich tot. Ja, genau. Kein Problem. Ja, wir sind gleich hier. Kein Problem. Hier vorne war auch noch eine Futterstation. Ah, hier. Die können sie auch noch gleich machen. Die fühlen sich immer noch geborgen, oder? Sieht ganz so aus. Gut. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Bestätige Aufgabe. So, die sollen den mal heilen. Der hat es ja verdient. Anfrage bestätigt. Der hat jetzt schon so oft einen Kampfsieger errungen hier. Aufgabe erhalten. Okay, es kommt ein Baryonox nach, das ist soweit gut. Und ich würde dann gerne hier unten, wenn dann die Versuchsstation weg ist, ein großes Gehege bauen und den größten aller Dinosaurier da unterbringen natürlich. Ihr wisst, welchen ich meine. Der mir nämlich jetzt gerade als Name nicht einfällt. Anders gibt's doch nicht. Dabei kenne ich den auch so gut. Den Tyrannosaurus Rex natürlich, meine ich. So, Forschung haben wir schon lange keine Zeit mehr gehabt. Da gibt es wieder ein bisschen mehr. Ja, wir heilen natürlich nur den Velociraptor, damit der andere verliert. Macht mich schon mal bereit. Das gäbe ein super Foto, oder?
Alter, 58.000. Jetzt Raptor einen Kampf gewinnt. Wow. Das Foto haben Sie ganz allein gemacht, ne? Produkt wird eingesammelt. Natürlich habe ich das. Also. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Ich packe hier jetzt einen Velociraptor in die Warteschlange. Den brauchen wir unbedingt, sonst bricht der andere uns irgendwann aus. So, den müssen wir aktuell noch nicht heilen, dann ist ja gut. Und ich glaube, jetzt können wir hier unten dieselbe Mission noch einmal machen. Zuerst mal den raus. Oh, jetzt muss er genau in diese Richtung laufen, war ja klar. Gut, andere Seite kann auch hier zumachen. So. Und dann kann ich den hier freilassen. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Oh, da ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. So doof. Den müssen wir leider verkaufen. So. Der ist betäubt und steht da. Ah, so geil. Über den Zaun gelehnt. Der Zaun hat Strom. Kein Problem. Hat er zum Glück nicht, der da. Und der macht jetzt einfach nichts, oder? So wie das aussieht. Prozente sinken bereits runter. Der kommt erst noch raus. Der andere wird zum Glück hochgehoben. Ich gebe ihm trotzdem ein bisschen Wald und Gras. Weil der war ja schon sehr ungerecht zu uns da. Fahre zur Futterstation. Die Station haben wir schon etwa 10 Mal aufgefüllt. Okay, jetzt müssen wir das Ganze senken. 90%, 89%, es ist gleich so weit bei ihm. Er ist schon fast wieder zu gut. Jetzt kann ich immerhin schauen, dass wir da drüben noch 1, 2 mehr haben. Hier. Nicht, dass uns da der andere dann wirklich ausbricht. Ihr seht hier, Geborgenheit ist nicht gerade hoch. Der ist da bereits dran. Kümmere mich um Reparatur. So, dann müssen wir wirklich schauen. Muss den so bald wie möglich freilassen. Weil wenn der uns hier ausbricht, dann haben wir da wirklich ein Problem. Dann ist es kein kleines Problem mehr. Aktuell sind sie noch nicht runtergefallen da. So, der kommt raus. Und dann soll es besser aussehen. Ich hoffe es. Ich möchte nicht schon wieder da auch ein Chaos haben, sonst passiert wieder das gleiche wie letztes Mal. 80 bereits. So, wo ist er da, unser netter Freund? Das Problem ist halt, dass man ihn dann zu wenig gut sieht. So, deshalb müssen wir ihm da ein bisschen Wald wegnehmen. Da ist er. 82. Ja, er hat vor allem Durst, das bringt ihn natürlich gleich unter den, unter die Bewertung. Was ist eigentlich, wenn ich den Zaun hier doppelt durchziehe? So. Oder merkt er sich das? Hammond hätte mehr Leute wie Sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, engagiertes Personal. Einige wurden sicher nicht aufgefressen. Das Ding ist, ja, ich kann es mir ja locker leisten. Also von dem her, so
Aber er muss genau in dem Ecken, wo ich nichts mehr bauen kann. War ja klar. So richtig doof. Genau da, natürlich. So, beim anderen ist leider noch nicht so weit. Ist aber auch im Sinken. Ja, jetzt hat er hier hinten den Zaun defekt gemacht. Die spannende Frage ist, kommt er auch raus? Also das Ranger-Team kann ja sowieso mal kommen. Lege weitere Aufgabe fest. Verstanden. Solange er nicht abhaut, ist eigentlich alles gut. Wir müssen ihn ja dann erst betäuben, wenn er bei Null ist. Dem geht's fast zu gut hier. Nur so zum Test. Wenn ich ihm den Käfig noch kleiner mache, geht's dann schneller runter. So, aktuell ist draußen. Es zählt aber nicht als draußen, wie sehen wir hier, denn sonst wäre der Haken weg. Er läuft nämlich wieder freiwillig rein, weil er anscheinend nicht vorbeikommt. Ich weiß nicht, an was es liegt. So, und ich hoffe, hier hat sich die Lage beruhigt. Ja, die Lage hat sich beruhigt. Okay, das haben wir hingekriegt. Also für den Moment, sagen wir es mal so. Wir haben hier auch wieder Fossilien bekommen. Wir sind bald bei den 50%. Ich weiß nicht, wie sie es tun, aber sie haben es getan. Gut gemacht. Und wir haben jetzt den Stegomoloch bekommen. Ich sehe den zwar jetzt noch nicht auf der Karte. Ist das Problem hier unten, oder? Ja. Reparaturtrupp unterwegs. Wie kommt er jetzt wieder rein? Aber wir haben das gleich geschafft. Wir können da schon mal den Helikopter bestellen. Gut. Und der hat die Schwelle auch bald erreicht. Und dann legt auch der los. Ah, jetzt will er wieder rein. Ist ja interessant. Im Übrigen, was ist, wenn ich da unser Ranger-Team aussperre? So, kommen die da noch vorbei? Ah ne, schaut her. Die haben jetzt ein Problem, die kommen nämlich nicht mehr zurück. Unterwegs zur Reparatur. So, er darf ja nicht mehr als 5 Leute nehmen, aber so haben wir natürlich das perfekte Gehege hier hingekriegt. Das lief jetzt schon mal sehr gut eigentlich. Sieht hier auch immer noch gut aus. Oh, dem da geht's nicht so gut. Warum denn? 4 bis 21 idealer Bestand. Sozial findet er es nicht ganz so toll. Bestand ist aber gut. Alle hier. Wie viele von denen haben wir? 1, 2, 3. Ja, so einen sollten wir noch ausbrüten, glaube ich. Einen. Es sind inzwischen so viele. Da kann man leicht die Übersicht verlieren. 50% haben wir bald schon. Der ist vorerst mal ausgeschaltet. Und jetzt hat er den Schwellenwert erreicht hier. Oder hat er schon Weilchen. Und er beginnt auszubrechen. Das Ding ist, er kann in jede Richtung und kommt fast nicht raus. Er ist so eingezäunt. Und dann schaffen wir diesmal die Mission auch. Wir werden noch ein bisschen länger spielen, denn wir haben ja auch entsprechend Zeit gebraucht. Bis wir hier irgendwas geschafft haben. Nachschub ist unterwegs.
Anfrage bestätigt. So. Füge Aufgabe hinzu. Überall ein bisschen Nachschub. Und ich denke, in der nächsten Folge haben wir vor allem ein paar Projekte. Einerseits, etwas sollte ich noch machen, das vergesse ich bestimmt bis nächstes Mal. Ah, da haben wir auch noch ein mittleres Kraftwerk. Was nicht abgegradet ist. Oh. Und das neue Kraftwerk habe ich übrigens auch nicht abgegradet. Nur so nebenbei. Da könnte ich mal das reduzierte Unterhaltungskosten reinmachen. So. 47 Sekunden noch, dann haben wir das andere erreicht. Ich wollte hier bei der Forschung, wir haben ja noch Frass freigeschalten, oder? Da, Fossilien, den Stigomoloch. So. Und hier die letzten zwei. Gut. Dann wird er nämlich noch erforscht und wir können das, den Forschungstrupp nächste Folge dann auch zu dem jeweiligen schicken. Jetzt können sie nochmals dahin gehen. Oh ja, sollte noch zuerst wieder mal schauen, wie es dem da unten geht. Der ist immer noch da. Und der andere sollte transportiert werden, damit er wieder bereitsteht. So. Dann wollte ich noch beim Fossilienzentrum reinschauen. Da haben wir gleich die 50%. Es war natürlich auch für die anderen gut. Denn die haben wir auch ein bisschen gelevelt. So wie der, seht ihr, 90%. Ah ne, jetzt kommt der auch noch dazu. Kommt auf die Liste. Raus und abschießen. Okay, er ist hier immer noch im Gehege. Jetzt könnte ich ihm ja, also einerseits das da wegmachen, das auch wegmachen. Sein Job ist nicht einfach, aber das soll er auch nicht sein. Wir gestalten die Welt mit jeder Show vollkommen neu. Diese Sache mit dem Genom war gute Arbeit. Schön, dass sie es beschaffen konnten. Ja, ist doch super. 5% fühlt er sich wohl. Das ist toll. So, kommt schon. Setz den ab und dann kriegen wir die dritte Aufgabe. Transport beendet. Wir haben wieder einen Toten, aber das... So. Ich hab's gerade erfahren. Dr. Wu hat die Ergebnisse und meint, der Test wäre abgeschlossen. Ich bin richtig erleichtert. Jetzt, wo Dr. Wu weg ist, sollten wir uns um diese Dinos kümmern. Und jetzt sollen wir die Geborgenheit steigern. Das ist ja eine tolle Aufgabe. Richtig toll. Da ist einer tot. An Altersschwäche. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Wir müssen schauen, dass da nicht der Triceratops am Schluss alleine bleibt. Ah ne, da ist ja Transport. Der da kommt hier runter. Produkt muss eingesammelt werden. Dass wir hier unten nicht die Katastrophe haben irgendwann. Das ist so die Sache. Da hat es gar keinen Triceratops mehr. Der Gallimimus haben wir freigeschaltet. Super. Ja, es läuft gerade echt alles durcheinander. Ich hoffe, das kann ich mir alles merken bis zur nächsten Folge hin. Ich habe ja noch ein paar Aufgaben gegeben. Die sollen jetzt die betäuben hier. Und dann können wir sie transportieren. Man kann immer noch ein ich bedanke mich bei euch. Vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge in 2 Tagen. Tschüss!